Alles klar, Leute, ihr habt lange danach gefragt und heute ist es endlich soweit. Heute gibt es einmal alle Fehler in Digimon Data Squad. Digimon Data Squad sehe ich persönlich auch als Ende einer Ära an, weil das ganze Franchise mit Digimon Cross Wars ja so einen kleinen Umschwung hatte. Immerhin ist das ja auch die letzte Digimon-Serie, die ich bis heute komplett durchgeguckt habe. Falls ihr aber generell Lust auf Fehler bzw. Digimon-Videos im Allgemeinen habt, dann lasst doch gerne ein Like und auch ein Abo da. Diese Videos brauchen immer relativ viel Zeit und damit könntet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen und würdet in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen. Außerdem habe ich auch genau jetzt mein Fehler-Video zum letzten Yu-Gi-Oh! Arc auf meinem Anime-Kanal hochgeladen, also schaut doch gerne nach diesem Video auch dort vorbei, wenn ihr Lust auf noch mehr davon habt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns an, was denn so alles in Digimon Data Squad falsch ist. Ich muss ja echt sagen, ich mag Digimon Data Squad. Hat natürlich wie jede Staffel seine Probleme, aber das ist für mich so die letzte wirklich richtig gute Digimon-Staffel gewesen. Was ich aber echt doof finde, ist dieses komplette Adventure-Baiting, worauf sich Digimon heutzutage generell hauptsächlich fokussiert. Ich meine, der Hauptcharakter hat einen Agumon als Partner. Das ist schon mehr als offensichtlich. Aber selbst Gaomon ist einfach nur eine schlechte Kopie von Gabumon und Lalamon eine von Palmon. Das einzige Partner-Digimon, der Hauptgruppe angemerkt, was richtig eigenes ist, ist Falcomon und das hat auch eine richtig coole Reihe. Gibt jetzt vielleicht auch Leute, die aus irgendeinem Grund behaupten würden, dass es wie Biomon ist, einfach nur, weil es ein Vogel ist, aber im Vergleich zu den anderen Digimon-Partnern ist das für mich kein Argument. Weil es ist zwar ein Vogel, aber davon gibt es genug im Franchise. Die einzelnen Digitationen sind eindeutig individuell genug. Aber hey, dafür gibt es generell einfach das ganz normale Biomon der Staffel als Partner. Dann braucht man ja auch kein Pseudo-Biomon, ne? Können wir außerdem kurz über den extrem dummen Namen von dem Data Squad Agumon reden? Das Ding heißt offiziell Agumon 2006. Genau genommen heißen alle Redesigns in der Staffel so. Denn abgesehen von Agumon haben auch Kudamon und Falcomon für Data Squad eigene Designs bekommen. Und kam man echt auf keinen besseren Namen, als das Jahr der Veröffentlichung dran zu hängen? Ist nicht so, als gäbe es nicht schon genug Agumon-Varianten? Also einen coolen Präfix für die auszudenken, sollte nicht zu schwer gewesen sein. Haben die ja bei Geogrammon auch geschafft. Markus und Agumon schlagen sich hier gegenseitig. Aber Agumons Hände sind ja eigentlich nur riesige Klauen. Der hat Markus sowas von aufgespießt. Ich muss auch sagen, ich hasse den Soundtrack der Staffel nicht, aber im Vergleich zu den anderen finde ich ihn doch ein bisschen langweilig. Vor allem das erste Opening überzeugt mich nicht wirklich. Ich glaube daran, es ist ein cooler Digitationssong, aber das ist auch so ziemlich der einzige Song in der Staffel, den ich überhaupt privat hören würde. Und selbst dann ist er für mich immer noch schlechter als die in den anderen Staffeln. Generell hat die Staffel im Deutschen eigentlich kaum Songs. Die beiden Openings, wo ich wette, dass viele von euch gar nicht wussten, dass es zwei gibt. Wolkenreiter ist nicht mehr besser als Gib mir ein Zeichen. Und dann gibt es noch Ich glaube daran. Das sind drei Songs. Das ist wirklich ziemlich mager. Mein kleiner Bruder? Du hast zwar eine total andere Nase, aber ich schätze, das geht trotzdem in Ordnung. Ja, und was für eine Nase! Wer kam mal nicht auf die dumme Idee mit den 3 Meter langen Nasenlöchern von dem Teil? Ohne Witz, was hat Markus eigentlich gegessen, um so zu werden, wie er ist? Der Typ springt hier 3 Meter in die Luft, um Huhnzilla hier in die Fresse zu schlagen und lässt es dadurch sogar umkippen. Sicher, dass der Typ insgeheim kein Super Saiyajin ist? Der wehrt später sogar einfach Attacken von Mega-Leveln ab. Der Typ ist 14. Der ist einfach build different. Und ich liebe das extrem an dem. Was ist das? Das brauchst du. Das ist ein Digi-Weiß. Damit kannst du das Digi-Soul in deiner Hand aufladen. Mir ist das vorher nie aufgefallen, aber die Synchronsprecher sind zumindest in der ersten Folge wirklich furchtbar. Bei jedem wirkt es so, als würden sie absolut gelangweilt von einem Skript ablesen. Haben die irgendwie keinen Bock auf die Rollen gehabt oder wie? Wieso ist Lalamon eigentlich so schwach? Das verliert gegen Kunemon. Fucking Kunemon! Das muss aufs Champion-Level digitieren, um dagegen anzukommen. Yoshino und Lalamon arbeiten doch angeblich schon länger für die DATS. Da würde man erwarten, dass es mehr drauf hat, als gegen das Hornlio der Digimon-Welt zu verlieren. Unmöglich, das kann nicht sein, es digitiert! Die Entwicklung meines ultimativen Insekts konntest du nicht aufhalten, meine Riesenmotte! Aber ich dachte, sie braucht 5 Runden. Mal im Ernst, glaubt ihr auch, dass es davon inspiriert war? Du bist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es war ein Unentschieden. Thomas hat sogar schon gegen Olympiasieger gewonnen. Wo war das denn ein Unentschieden? Thomas hat Markus ja mal übelst die Fresse poliert. Und Markus' einziger Treffer war ein Überraschungsangriff, als Thomas nicht aufgepasst hat. Also Markus konnte zuvor den Meramon nicht treffen, weil es aus Feuer besteht. Also ist sein Plan, es zum Meramon digitieren zu lassen, damit er es treffen kann. Aber besteht das Ding nicht trotzdem einfach aus Feuer? Warum sollte er es jetzt treffen können? Und wenn er es wirklich schafft, pure Flammen zu schlagen, hat er sich sowas von die Faust verbrannt. Agumons Feuer hat Markus nebenbei auch benutzt, damit die Demi-Meramon stärker werden. Ist halt Feuer. Macht Sinn. Wieso sollte dann Meramon, der digitierte Riesenfeuermon, durch die Flammen eines Geogrammon besiegt werden? Müsste der dann nicht noch stärker werden? Was für eine Logik ist das denn jetzt? Und als Meramon besiegt wurde, entstehen 3 Eier, weil es aus 3 Demi-Meramon entstanden ist. Aber das war zuvor nur 1 Demi-Meramon, was sich vermehrt hat. Wenn die sich wieder vereinen,
Müsste doch also nur ein einzelnes Digi-Ei entstehen und nicht drei. Und wo kommen jetzt die anderen Eier her? Gaomon trägt eins und Agumon zwei. Aber Yoshino und Thomas haben auch jeweils eins. Die Eier der Demimeramon, die aber vorher besiegt haben, hatten die ins Auto gepackt, bevor sie zu Markus gestoßen sind. Da waren gar keine Digimon mehr zu besiegen. Numemon wirft eigentlich mit Kacke. Ich glaube, die haben das hier in der Serie mit Schleim zensiert. Aber auch wenn es natürlich eklig ist, macht es das Digimon schon für mich aus. Wir haben die Daten mit unserem Digitex abgeglichen und eine Übereinstimmung gefunden. Dorimogemon, ein Tier-Digimon auf Champion-Level. Das Digimon heißt Drimogemon, nicht Dorimogemon. Was ist jetzt? Ich krieg fast keine Luft mehr. Der Typ drückt doch nur aufs Pedal. Müssten nicht eher Markus und Agumon fast keine Luft mehr kriegen, weil die einen ganzen Wagen schieben? Meister, ich hab was gefunden. Hier kommen wir raus. Das sieht aber eher so aus, als wären das Sonnenstrahlen, die durch das Loch scheinen. Man sieht aber, dass die einfach einen neuen Gang im Labyrinth gefunden haben und da langgehen. Ob die da wirklich rauskommen, kann Gaomon gar nicht wissen. Vor allem, weil die sich danach wirklich weiter verirren. Ich liebe es immer, wie Computertechnik in Animes dargestellt wird. Ich meine, die Ponchesmon haben nicht mal richtige Finger. Wie können die angeblich jede einzelne Taste drücken? Und wieso wird eine Taste da oben bedient, wenn die Hand da unten ist? Ja. Das Wunder der Animation. Wie hat Drimogemon Markus bemerkt, als er sich auf seinem Rücken bewegt hat, aber nicht, als die Gruppe auf ihn gelandet ist? Mir würde es zumindest auffallen, wenn zum Beispiel ein Hund auf mir landet. Mein Gott, die Flamme aus Georiemons Mund ist einfach eine PNG, die neben seinen Mund platziert wurde. Und wieder ein Beweis dafür, dass sich Pokémon an Digimon bei ihren Animationen orientiert. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Deine Eierklöße sind echt die allerbesten. Ja, tolle Eierklöße. Das sind verdammte Omelets. Jetzt machen die ja auch schon das gleiche wie in allen Hollywood-Filmen. Bei einem Autocrash fliegen die Teile nicht einfach in die Luft. So sieht ein eigentlicher Autounfall aus. Also wenn die nicht alle rein zufällig Brandbeschleuniger im Auto hatten, machen die Flammen null Sinn. An dem Punkt muss ich aber auch wirklich fragen, wie kann keiner in dieser Welt über Digimon Bescheid wissen? Das war ja schon No2 richtig dumm. Und in Tamers hat sich zumindest immer so ein Nebel gebildet, wodurch es zumindest am Anfang noch Sinn gemacht hat, dass keiner wusste, dass Digimon real sind. Aber hier sind die ja einfach immer irgendwo mitten in der Stadt. Gut, Elecmon ist klein und vielleicht übersieht man das. Aber alle anderen Digimon auch? War denen der lebende Feuerriesen nicht groß genug? Und ja, die DRTS hat so ein Knipsding wie die Men in Black, aber als ob die wirklich alle Leute erwischen, wenn das, keine Ahnung, so eine gesamte Straße sieht. Als ob das keiner mit dem Handy aufnimmt. Wenn Elecmon dadurch digitiert, weil es mehr Elektrizität absorbiert, müsste es da nicht erst recht zu einem Elektro-Digimon werden? Und nicht zu einem schwarzen Garurumon? Ich nenne es nebenbei Bullshit, dass Markus hier gegen das Garurumon verliert. Der zerstört auch später ohne Digisoul einen zwar beschädigten, aber trotzdem heiligen Schild in der Digi-Welt. Der müsste das Viech sowas von klatschen. Yo, Greymon! Das war nicht Markus' Stimme. Tausend Dank. Aber hoffentlich wird dir das nicht zu viel. Ah, ich verstehe. Thomas ist also ein Mann von Kultur. Kakyoin wäre stolz auf ihn. Fun Fact, Bomber Nanimon wurde in der englischen Version mit Citramon zensiert. Und ich habe selten sowas Dummes und gleichzeitig verdammt Lustiges gesehen. Ich finde es völlig schnuppe, mit wem sie geht. Das ist doch ihre Sache. Nur unser Job darf nicht drunter leiden. Das tut er aber. Das Telefon klingelt seit heute Morgen ununterbrochen. Ich habe schon total heiße Ohren. Also die Paparazzi haben herausgefunden, wer Yoshino ist, nachdem sie mit diesem Celebrity gesehen wurde. Und die DRTS hat anscheinend eine öffentliche Nummer, wo man anrufen kann. Sollte das nicht irgendwie eine Geheimorganisation sein? Steht auf Google denn auch ihre Öffnungszeiten mit Bildern von allen Mitgliedern, damit man sieht, dass sie einen 14-Jährigen angestellt haben? Thomas öffnet auch das Bild, welches von den Paparazzi von Yoshino gemacht wurde. Aber als das Bild gemacht wurde, sieht man eigentlich, dass sie noch ihren Hut und ihre Sonnenbrille in der Hand hat. What the fuck? Ich bin schon 9 Minuten der Folge drin. Und jetzt spielen die das Opening? Kommt sowas nicht für gewöhnlich am Anfang einer Folge? Ihr wisst schon. So als Intro? Der Videoclip von Hamamuras neuestem Song wird überall ausgestrahlt, im ganzen Land. Clip ist ein echt gutes Stichwort. Das ist nämlich alles nur ein Loop von denselben 3 Sekunden. Cool, dass Yoshino die Erinnerung von den Fotografen löscht. Aber die hat ihm den Film nicht weggenommen, also hat er immer noch das Foto von dem Digimon, die angeblich geheim halten wollen. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch nicht daran glaube, dass das wirklich funktioniert. Leider muss ich auch noch mal etwas anderes hier ansprechen. Ich finde, animationstechnisch ist Digimon Data Squad leider wirklich nicht gut. Von den ersten 5 Digimon-Serien ist die Animation hier eindeutig am schlechtesten. Ja, jeder Anime hat mal schlechtere Szenen. Und gerade Dinge, die kleiner gezeichnet sind, sehen oft nicht gut aus. Aber Charaktermodelle wie diese sind ehrlich gesagt gang und gäbe. Generell sehen die Charaktere hier wie aus einem 0815-Anime aus. Und das finde ich wirklich sehr schade, weil eigentlich jede Digimon-Serie so ihren eigenen besonderen Stil hat. Der Stil von Data Squad ist allerdings der einer Yu-Gi-Oh! Filler-Folge. Das Togemon. Ein Digimon, das sich zwischen der infantilen und der Erwachsenenebene bewegt. Was soll denn das heißen? Spielen die hier auf das japanische Level der Digimon an, wo das Rookie-Level nämlich quasi das Kind-Level und das Champion-Level das Erwachsenen-Level ist? Falls ja, macht das trotzdem keinen Sinn, denn Togemon ist ein ganz normales Champion-Digimon. Ich hoffe, dir passiert irgendwas ganz Schlimmes. Ich hoffe, du rutschst.
tust dir weh. Ich hoffe, dass du eine Weile nichts mehr machen kannst. Hoffentlich stoppst du mal bei deiner Essstäbchen. Immerhin hat sie nicht gesagt, dass sie sich wünscht, dass Markus auf einen Legostein tritt. Weil dann wäre das echt was Ernstes. Mal was ganz anderes. Darf deine Schwester alleine nach Hause gehen? Oh je, wir haben sie aus den Augen verloren. Gut, dass Markus dann trotzdem seine Schwester ignoriert und dann einfach in die DRTS-Zentrale geht. Eindeutig der beste große Bruder aller Zeiten. Was zur Hölle? Das Digimon, was Markus verfolgt und dafür sorgt, dass ihm all die Dinge passieren, die seine Schwester ihm gewünscht hat, war gerade noch mit ihm in der DRTS-Zentrale. Und das Ding soll innerhalb von 30 Sekunden an die Küste geflogen sein, um ein Frachtschiff vom Kurs abzubringen, damit es auf Markus zusteuert? Ist der Name von den Digimon zufällig Sonicmon? Das schnellste Digimon der Welt? Ich meine, ich finde Markus an sich ja cool, aber was ist eigentlich sein Plan hier? Sich vom Schiff ins nächste Leben jieten zu lassen? Wenn das Schiff ihn verfolgt, dann steigt er auf ein eigenes Boot und fahr so lange, bis dem Teil der Tank ausgeht. Auf die Idee würde ich zumindest eher kommen, als mich dem Riesenteil einfach in den Weg zu stellen. Megaflamme! Das ist nicht die Megaflamme. Das ist die Mega-Explosion. Ist für einige vielleicht manchmal verwirrend, weil Geogrimmon beide Angriffe einsetzen kann und die sich auch ähnlich sehen. Aber bei der Megaflamme kommt wirklich Feuer aus seinem Maul und bei der Mega-Explosion fängt der Kopf so an zu leuchten und Geogrimmon schießt eher eine Art Laser. Die nennen die Attacken nebenbei öfters falsch. Das Digivice in dieser Staffel sieht so aus. Also es hat unten so einen Haken, um es irgendwo befestigen zu können. Aber hier, wo es um Markus Hals hängt, wird einfach die Rückseite abgebildet. Obwohl die Form mit dem Haken eigentlich zeigt, dass es die Vorderseite sein müsste. Das kam vom Himmel herunter, als ich gerade dabei war, die Wäsche von der Leine zu nehmen. Ich hab mir gedacht, Agumon freut sich, wenn es mal wieder Spiegelei zum Abendbrot gibt. Wer kommt denn bitteschön auf so eine Schwachsinnsidee, wenn ein riesiges Monsterei einfach zu einem aus dem Himmel zufliegt? Maestro Merukimon! Maestro Merukimon! Kein Plan, was genau die hier dachten, aber Maestro ist nicht einfach ein Synonym für Meister. Natürlich kennt man auch den Begriff in der Musik, wo auch ein Dirigent als Maestro bezeichnet werden kann. Aber es kann auch als ein Begriff für Genies, Experten oder ein Meister einer Kunst stehen. So wäre ein Maestro des Fußballs ein genialer Fußballspieler. Merukimon einfach Maestro zu nennen, macht also überhaupt keinen Sinn. Wenn Markus hier als wehrlose Biomon verprügelt, zählt es dann als Tierquälerei? Deckung! Biomon, vielleicht sollte ich mal ein bisschen abnehmen. Was? Wo kommt denn jetzt der Spruch her? Babyflamme! Ich meine, ja, das ist der originale japanische Name von Agumons Attacke, aber den nutzt man bei uns ja nie. Es wurde auch bisher immer nur der deutsche Name Kleine Flamme gesagt. Und das kommt auch nie wieder anders vor. Genau in diesem Moment erschien ein gewaltiges, dunkles Digimon. Des Ultra-Levels? Merukimon ist ein Digimon auf dem Mega-Level, nicht auf dem Ultra-Level. Ihr Auftrag lautete meines Wissens unter anderem auch dafür zu sorgen, dass die Zwischenfälle mit den Digimon strengster Geheimhaltung unterliegen. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die gesamte Bevölkerung Bescheid weiß. Das fällt dem jetzt erst auf, nachdem Merukimon erschienen ist? Nicht vielleicht beim riesigen Feuergiganten? Oder bei der laufenden 10-Meter-Bombe? Ich glaube, der Zug ist schon abgefahren, Bruder. Wisst ihr, irgendwie triggert mich es, dass die Biomon hier zu Aquilamon und dann zu Garudamon digitieren lassen. Vergesst nicht. Digimon haben prinzipiell nicht eine feste Digitationslinie. Und man hält sich im Anime immer nur an eine, weil das am einfachsten ist und das für eine Serie auch am meisten Sinn macht. Aber wenn man schon unbedingt Biomon und auch Garudamon nutzen möchte, dann könnt ihr auch einfach Birdramon nutzen. Ist nicht so, als ob man ansonsten in der Serie versucht hätte zu vertuschen, dass man sich komplett an Adventure bedient. Aquilamon selbst kommt ja auch aus Adventure O2. Dieser Vogel, das ist Biomon. Wohin gehst du? Hier mal wieder ein Beweis für den grandiosen Einsatz der Eltern in den Digimon-Serien. Sie hat eindeutig alles gegeben, um Christy aufzuhalten. War wirklich nichts mehr zu machen. Immerhin war sie mindestens 8 km/h schnell. Und alles über Schrittgeschwindigkeit ist den Aufwand nun auch wieder nicht wert. Junge, der Typ hat Markus einfach mal eben über seinen Kopf geflippt. Typische alte Männerpower aus Animes wohl. Was war das? Was ist passiert? Ich bin doch der beste Kämpfer, den es in der realen Welt gibt. Are you sure about that? Garudamon, ein Digimon des Mega-Levels. Aha, okay. In welcher Welt ist Garudamon ein Mega-Level? Und ich bin doch der beste Kämpfer. Aber das scheint nicht viel zu bedeuten. Wie genau hat Markus jetzt bewiesen, dass er der Beste ist? Indem er schon wieder verloren hat? Nach der Logik ist Yamchu der stärkste Kämpfer im Universum. Rise, Greymon! Okay, mal im Ernst. Wer dachte noch als Kind, dass hier Reis Greymon gesagt wird? Also wieder Reis. Da wird aus dem Dreifach-Revolver mal ganz schnell eine Onigiri-Schleuder. So weit darf es nicht nochmal kommen. Einmal reicht, würde ich sagen. Ich brauch dich jetzt nicht mehr, Rice Greymon. Ich brauch dich nicht mehr. Das klingt hier einfach so, als würde Markus sich von Agumon trennen wollen. Das ist aber nicht der Fall. Der Spruch macht null Sinn. Wie ihr wisst, wurde vor 10 Jahren die Digi-Welt entdeckt. Nein, das wissen wir nicht. Das wurde nie gesagt. Aber danke, dass wir das dann auch mal erfahren dürfen. Du musst wieder aus der Digi-Welt zurückkommen.
Weißt du, da ist schon mal jemand verloren gegangen, den ich sehr, sehr gern hatte. Und das reicht mir eigentlich. Dich will ich nicht auch noch verlieren. Ah, keine Sorge. Wenn ich sage, dass ich wieder zurückkomme, dann komme ich auch wieder zurück. Sagte Markus, um am Ende der Serie für immer in der Digi-Welt zu bleiben. Eine Sache, die ich ja immer recht cool fand, ist, dass man das Ultra- und Mega-Level der Digimon im Intro nur mit Silhouetten gezeigt hat, damit man nicht sofort weiß, zu was die werden, aber den Zuschauern schon kleine Hinweise gibt. Allerdings wird das Intro nach der Ultra-Digitation von Agumon abgeändert und man erkennt richtig Rice Greymon. Ich finde richtig cool, dass man das anpasst. Ist doch später bei den Mega-Leveln so. Problem ist nur, dass man auch gleichzeitig das Ultra-Level von Gaomon und Lalamon ab sofort im Intro zeigt. Wenn man das so halbherzig macht, hätte man das auch direkt komplett weglassen können. Das muss das beschissenste Metall auf Erden sein, wenn Kena mit einem Holzboomerang einfach den gesamten Kasten zerstören kann. Juraimon, dieses Baum-Digimon hat einen etwas stämmigen Körper und stößt Nebel aus. Ey, erst das mit Agumons kleine Flamme, die man Babyflame genannt hat, und jetzt das. Dieses Digimon heißt wirklich Juraimon. Aber nur im Japanischen. Bei uns wurde das schon immer Cherrymon genannt. Und nur in Digimon Data Squad heißt dieses Digimon einfach anders. Pekumon. Dieses Digimon auf dem Champion-Level kann sehr schnell laufen. Okay, langsam kann ich das echt nicht mehr mit den Namen. Bei uns heißt das Digimon einfach Pekmon. Das steht da sogar im Hintergrund. Also wie konnte man das jetzt verkacken? Moment, Markus Digisol lädt sich auf, wenn er Digimon schlägt. Aber hier passiert das auch, wenn er den Boomerang von Kenan kaputt haut. Also reicht es, wenn es ein digitaler Gegenstand ist? Aber in der Digi-Welt besteht alles aus Daten. Nach der Logik sollte er kurz eine Hose boxen können und Agumon könnte digitieren. Armstoß! Vergiss es! Fliegende Federn! Das zweite hier war nicht Pekmons Stimme. Passt auf, was jetzt auf euch zukommt. Leibträume sind meine Spezialität. Diese Stimme. Denn das ist Metal Phantomon. Aha, okay, cool. Und woher hat Gaomon es gewusst? Er war doch noch nie vorher hier und kennt das Teil doch gar nicht. Mann, der sieht ja auf einmal cool aus. Wenn ich nicht wüsste, dass es Gaomon ist, käme ich nicht drauf. Das ist buchstäblich ein Gaogamon auf zwei Beinen. Das ist fast das genau gleiche Gesicht. Das ist so, als würde ich sagen, dass man nicht erkennt, dass Verigarurumon Gabumon ist, obwohl das 1:1 das Champion-Level ist, was nun aufrecht steht. Der Spruch hätte ja sogar mehr Sinn gemacht bei Lalamon und Lilamon. Metal Phantomon muss echt mit den Sturmtrupplern verwandt sein. Immerhin trifft er mit seinem Angriff wirklich alles. Außer Thomas und Mach Gaogamon, welche einfach nur dastehen. Yoshino hat irgendeine Digiweltkrankheit, die überträgt sie auf Kenan, als sie ihm an die Hand fasst. Gut, ist eine Krankheit, die sich schnell verbreitet. Aber Thomas hat Yoshino auch vorher angefasst. Da war das aber egal. Das muss eine von diesen allseits bekannten, sich dem Plot anpassende verbreitende Krankheit sein, denn wenn Thomas krank geworden wäre, hätte das gar nichts gebracht. Diese Keime sind wirklich sehr rücksichtsvoll. Du hast ihn mit dem Virus angesteckt, den du hast! Was für ein Virus? Ist sie etwa mit einem Virus infiziert? Hat Virus mit Bier zu tun oder was soll das sein? Ich weiß, Markus ist nicht die hellste Kerze auf der digitalen Torte. Aber der Typ ist trotzdem 14. Jeder weiß, was ein Virus ist. Das ist jetzt einfach nur übertrieben dämlich. Außerdem hat Falcomon zu Thomas gesagt, dass er den Virus hätte. Aber den Virus hat eigentlich Yoshino. Ich brauche ein Medikament, das den Erreger tötet. Und das könnte ich zur Not auch selbst herstellen. Also wenn dieses Medikant... Medikament. Von mir aus... Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Die zeigen ihr gerade das Kap der Vagabunden. Das ist ein Haus, das aus der Klippe nach unten herauswächst. Es gibt allerdings einen Eingang, wodurch Markus und die anderen durch ein Tor hinein können. Aber von innen ist dann ein ganz normales Schloss. Da steht nichts auf dem Kopf oder so. Wozu steht das Ding dann überhaupt auf dem Kopf, wenn es von innen eh genau gleich aussieht? Da ist das Medikament drin? Ja, so eine Spritze hat Frigimon Kenan gegeben, als er krank war. Cool. Das ist keine Spritze, sondern eine Ampulle. Das Blossomon ist ein ausgereiftes Digimon. Es kämpft mit Blumenspiralen. Was soll das heißen? Mal im Ernst. Das Level der Digimon wird mal so und mal so benannt. Blossomon ist auf dem Ultra-Level. In der nächsten Folge sagen die sogar ganz normal, dass Mammutmon auf dem Ultra-Level ist. Mammutmon, ein Ultra-Level-Digimon. Also was soll das mit diesem ausgereiften Digimon? Ist das eine gereifte Banane oder was? Ich hab Hörner! Bist du dir da sicher? Ah, jetzt geht's los! Rein, Dumbo! Zeig ihnen, was du auf dem Kasten hast! Okay, woher kennt Gottsumon Dumbo? Gibt es jetzt Disney Plus schon in der Digi-Welt? Du scheinst da ein Problem zu haben. Wer sind sie? Ja, was ein Bullshit! Samson und Homer waren Partner, als sie noch bei der Polizei waren. Er ist der fucking Generalkommandeur der DRTS. Er ist Samsons verdammter Vorgesetzter. Haben die das Skript vom Japanischen dreimal durch Google-Übersetzer laufen lassen? Oder was soll der Schwachsinn hier? Lasst einen Like und ein Abo da. Ich bin ein Digimon. Die Menschen haben meine Mutter Frigimon auf dem Gewissen, falls du es noch nicht weißt. Ist das wahr? Was soll die doofe Frage? Falcomon hat letzte Folge schon gesagt, dass die Menschen Frigimon getötet haben. Frigimon ist tot.
Können Digimon denn sterben? Das wusste ich bis jetzt ja gar nicht. Tut uns leid für dich. Diese gesamte Handlung mit Yoshino macht nicht wirklich Sinn. In der Folge geht es darum, dass sie das Gefühl hat, dass sie zu nichts zu gebrauchen ist und allen nur zur Last fällt. Das stört sie, weil sie auch früher immer schlechter als ihre Schwestern war. Und deswegen will sie jetzt nicht mehr kämpfen und lässt zu, dass Lalamon einfach von Mammutmon verprügelt wird. Wo kommt das her? Nichts hat bisher darauf hingedeutet, dass sie das Gefühl hat, schlechter zu sein als Markus oder Thomas. Und wieso sollte sie ja nicht mehr kämpfen wollen? Sie hat zuvor vermutlich noch am besten ihren Job gemacht, während Markus und Thomas sich immer in den Haaren hatten und dadurch nur Probleme verursacht haben. Das hätte man früher vielleicht mal andeuten sollen, wenn man jetzt darauf den kompletten Fokus setzt. Wie konnte ich nur die ganze Zeit so vor mich hinleiden? Jetzt aber, Yoshi! Digisoul! Okay, what the fuck? Thomas und Markus hatten so richtig epische Momente und Yoshino macht das einfach so, als hätte sie vergessen, dass sie es kann? Im Sinne von... Oh, right. Super Saiyan. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man ignoriert den Charakter echt komplett. Das hier ist auch ihr und Lalamons erster Sieg in der gesamten Serie. Die hat davor nicht einmal gewonnen. Und das nicht mal in der Folge, wo man zeigen wollte, wie gut sie ihren Job macht, indem sie ihren alten Kindheitsfreund gedatet hat, der ein Digimon versteckt hat. Und in der Staffel haben bisher nur diese drei eine große Rolle. Hätte man hier bereits eingeführt, dass sie anfängt, an sich zu zweifeln, hätte ihr Zusammenbruch in der Folge ja sogar Sinn gemacht. Hat man aber nicht. Digimon Adventure hat das besser gemacht. Und am Anfang gab es dort 7 Digiritter. Cool, Yoshi, jetzt haben wir die Digitation alle drauf. Und zwar die Ultra-Digitation. Danke fürs Klarstellen. Ich dachte schon, Markus meint die Super-Duper-Digitation. Wie kommen Sie denn hierher? Das, mein Lieber, ist ein Geheimnis. Ja, am Arsch. Von wegen Geheimnis. Wie ist der so schnell dahin gekommen? Hat er einen Uber genommen oder was? Ein Kuramon. Ist das vielleicht schon die ganze Zeit hinter uns her gewesen? Das Ding heißt Kuramon. Und das auch im Japanischen und Englischen. Also habe ich keinen Plan, wie die das jetzt schon wieder verkackt haben. Falcomon konnte Kena vorher nicht helfen, weil er sich den Arm verletzt hatte. Aber 5 Minuten später kann er angeblich wieder normal fliegen. Marco schlägt hier Okuwamon, um Agumon zu digitieren. Aber er kann ihn nur aufs Champion-Level bringen. Um ihn aufs Ultra-Level zu bringen, muss er Okuwamon nochmal schlagen. Davor ging das auch einfach immer nur mit einem Schlag. Das hat keinen Sinn, außer die Folge strecken zu können. Oh mein Gott, was ist das für eine beschissene Laufanimation für Yoshino? Wie blöd sind eigentlich Kenans Eltern. Die hantieren hier mit ihren hochgradig gefährlichen Maschinen herum, um herauszufinden, wie man ein Tor in die Digi-Welt öffnen kann. Und lassen ihr Baby einfach direkt daneben. Was? Das Ganze geht schief und Kena wurde deswegen als Kind in die Digi-Welt gezogen und ist dort aufgewachsen? Mann, wer hätte das nur kommen sehen können, abgesehen von jedem Menschen auf der Welt? Vor allem macht die Mutter von Kena das später einfach wieder, als das dort zufällig aufgeht mit der Tochter. An dem Punkt muss sie ja wohl eine von diesen Psychomüttern sein, die ihre Kinder für Aufmerksamkeit umbringen. Anders kann ich mir diese Blödheit wirklich nicht erklären. Bin ich der Einzige, dem auffällt, dass es in Digimon sehr oft Szenen mit weiblichen Charakteren gibt, zusammen mit tentakelähnlichen Armen? Wie kann es eigentlich mehrfach in dieser Serie passieren, dass keiner merkt, dass irgendwer in die Kommandozentrale reinkommt oder aus dieser rausgeht? Da ist eine riesige automatische Tür, die ultra laut ist. Sind die alle taub? Das Puteranomon ist ein Digimon in einer Art Ritterrüstung. Auch das ist der japanische Name von dem Digimon. Bei uns heißt das Digimon Teramon. Kann man sich hier mal entscheiden, welchen Namen man nutzen möchte? Weil im Japanischen heißt Merukimon auch Merkurimon. Wieso hat der denn nicht seinen japanischen Namen? Und ja, das ist der gleiche Name wie der Spirit des Goldes bzw. Stahl aus Digimon Frontier. Der heißt im Japanischen nämlich eigentlich Merkurimon. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben mit den Namen verkackt. Und was heißt hier eigentlich Ritterrüstung? Das ist ein verdammter Kampfjet. Das Buamon ist ebenfalls gepanzert. Muss ich echt noch was sagen? Ich hätte ja nicht einmal ein Problem damit, die japanischen Namen zu nutzen. Aber dann macht das auch bitte für alle Digimon und nicht nur für ein paar. Oder wo ist da mein Rairamon? Gott, ich hasse Kurata so sehr. Das ist der absolut schmierigste und hinterlistigste Kackbuhn aller Zeiten. Am Anfang macht er noch auf nett und später ist der Typ einfach Digimon-Hitler. Das ist so eine Kackbratze und mein absolut meistgehasster Charakter in ganz Digimon. Und genau deswegen ist er einfach ein fantastischer Antagonist. Mann, geht mein Puls hoch, wenn ich den sehe. Wenn das einfach nur Farbe ist, die Kena im Gesicht hat, müsste die in der Badewanne abgewaschen werden. Aber nein, das war anscheinend der Premium-Permanent-Marker. Klar, wir machen uns alle lustig darüber, dass Markus irgendwelche Digimon K.O. hauen kann. Der Mann ist immer noch build different und so. Meine Frage ist aber eigentlich eher, wie zur Hölle ist er da hochgekommen? Ein Jüngelchen wie du sollte erstmal im Sportunterricht ein bisschen üben. Woher zur Hölle soll Sabaleomon wissen, was Sportunterricht ist? War bestimmt sein Lieblingsfach auf der Digimon High School. Sehr schwache Leistung. Sabaleomon redet hier, aber man sieht, dass sich sein Mund nicht bewegt. Ich habe in unserer Datenbank nachgesehen, nichts. Ein unbekanntes Digimon.
Ja, es war stark. Aber zum Glück hatte es ja bei seiner Attacke gegen Seba Leomon schon viel Kraft verloren. Der Satz macht keinen Sinn. Die reden hier über Gizmon, weil Kurata so tut, als würde er es nicht kennen. Aber das ist nur aufgetaucht, hat Seba Leomon angegriffen und ist dann wieder abgehauen. Das hat keine Kraft verloren. Seba Leomon hat direkt nach der Attacke verloren und nicht umgekehrt. Die haben in der Rückblende Seba Leomons Mund animiert, als er mit Kenan redet. Aber in der Folge davor, wo das passiert ist, hat sich sein Mund, wie gesagt, gar nicht bewegt. Die haben das extra nochmal neu animiert, nur für die Rückblende. Also echt, an dem Punkt drauf geschissen und nehmt einfach die Originalszene oder animiert von Anfang an seinen Mund. Jetzt war das ja nur unnötige Arbeit. Meteormann! Nur seine Farbe hat sich geändert, sonst nichts. Danke, das sage ich auch immer. Die Gotsumon-Reihe ist eine so dumme Digitationslinie. Gotsumon ist das Rookie und Meteormon ist Ultra-Level. Und wisst ihr, was das Champion-Level ist? Das ist einfach Eismon. Das ist dreimal dasselbe Digimon. Das ist doch Verarsche. Ihr Menschen werdet mir nicht entkommen. Das ist nicht Saba Leomons Stimme. Mirukimon hebt hier sein linkes Bein und seinen Arm darauf zu stützen. Aber als man rauszoomt, ist auf einmal sein rechtes Bein gehoben. Die Revolvermon wurden gerade noch direkt zerstört, als sie von Gizmons Angriffen getroffen wurden. Aber als Frigimon davon durchbohrt wird, überlebt es noch so lange, bis es noch emotionale Worte an Kenan richten kann. Ich liebe meine sich dem Plot anpassenden Angriffe. Mach Gao Gamon! Ja, Meister! Mach Gao Gamon redet hier mit Gaomons Stimme, obwohl es sonst eine andere Stimme hat. Eisenhandschuh! Und das gleiche ist dann auch bei Lilamon und Ricegrammon der Fall. Nanu, meine Pollen müssten dich doch eigentlich einschlafen lassen! Aufsteigender Zerstörer! Der Wissenschaftler Kurata, dessen Ziel eine Welt ohne Digimon ist, hat mit seinem Digimon Gizmon Atemirukimon in ein Digi-Ei zurückverwandelt. Naja. Und danach seine Datenfirma gelöscht. Das wäre vielleicht auch noch wichtig gewesen, so nebenbei. Ja, nee, ich nenne das hier wieder Bullshit. Diese Fatzken schaffen es hier alle festzunehmen. Selbst wenn ich großzügig bin und sage, die Digimon wehren sich nur nicht, weil sie keine Menschen verletzen wollen. Weil sind wir ehrlich, Agumon speit Feuer, der kann die sowas von grillen. Als ob Markus die nicht einfach alleine klatschen würde. Oder wollen die mir sagen, dass die mehr Kraft haben als fucking Mirukimon? Und dann noch diese Invasion aus der digitalen Welt, die vom Geheimministerium in die Wege geleitet worden war. Das hat alles irgendwie zu gut zusammengepasst. Ich glaube, die meinen hier die Invasion in die digitale Welt. Miki und Megumi sind gerade noch aus dem DATS-Gebäude mit Kenan geflohen und hatten da ihre Uniform an. Wo kommen jetzt plötzlich diese hautengen Lederklamotten her? Sind die vorher nochmal nach Hause gefahren, um sich umzuziehen? Oder hatte Markus' Mutter die rein zufällig im Schrank liegen? Das hat in Thomas aber bestimmt wieder ganz neue Gefühle ausgelöst. Ich habe nicht die geringste Idee, wie wir überhaupt in die Digi-Welt kommen sollen. Stimmt. Ich auch nicht. Ich wüsste da eine Möglichkeit. Wo kommt der jetzt her? Haben die Haustür offen gelassen? Ist ja nicht so, als würden die nicht alle von der Regierung gesucht werden. Da muss man ja auch nicht vorsichtig sein. Das sind doch die zwei Mädels von neulich. Die Schwarzhaarige gefällt mir ziemlich gut sogar. Aber Miki hat lila Haare und keine schwarzen. Kotelmon heißt im Deutschen eigentlich Quetzalmon. Chirimon, ein Ultra-Level-Digimon, von dem gesagt wird, es habe die Kraft eines Mega-Level-Digimon. Oh, Junge! Es ist einfach schon 2 Sekunden her, dass wir einen falschen Namen hatten. Und das kann ja echt nicht angehen. Das Digimon heißt Chirinmon, mit einem N. In der letzten Folge konnte Falcomon angeblich nicht gegen die Bio-Digimon kämpfen, weil es noch zu verletzt war. Aber die sind gerade erst in der Digi-Welt angekommen und weitergegangen. Aber jetzt kann es angeblich doch digitieren und kämpfen? Ich meine, ja klar, ist ja auch schon die nächste Folge. Da haben doch eh schon alle Zuschauer vergessen, was beim letzten Mal gesagt wurde, stimmt's? Moment mal! Einer von diesen Lasern hat gereicht, damit Mirukimon komplett ausgelöscht wird. Was kann das Yatagaramon hier einfach überleben? Das ist ja maximal dumm. Also ich muss ja echt sagen, die Szene, wo alle ihr Digi-Soul bekommen, um ihre Partner aufs Mega-Level zu bringen, ist echt maximal langweilig. Markus' Szene ist richtig cool, weil er Agumon beschützen will und man spürt richtig, dass seine Gefühle überkochen. Und wie genau lief das dann bei Yoshino und Thomas? Das machen wir auch. Mhm. Ja. Ach so, okay. Den hat wohl einfach nur eine schriftliche Anleitung gefehlt. War ja ansonsten echt kein Ding. Das hätte man wirklich spannender gestalten können. Ich finde es aber trotzdem extrem geil, dass sie einfach alle drei gleichzeitig ihre Mega-Digitation bekommen. Das spart eine Menge Zeit, jedem extra eine eigene Folge zu geben und man kann sich viel besser auf die Handlung konzentrieren. Mich macht es nebenbei immer noch fertig, dass Mirage Gao Gamon auch den Digital Hazard auf seiner Brust hat. Ihr wisst schon, das Symbol, was auch die Gelmon-Reihe hat, was ein Zeichen für eine Kraft ist, welche die gesamte Digi-Welt zerstören kann. Das ist ein bisschen random, wenn ihr mich fragt. Cerberumon, ein Ultra-Level-Digimon, das auch der Hüter der Hölle genannt wird. Bei uns heißt das Digimon eigentlich Cerberusmon. Was ist hier eigentlich immer mit Kamemon, dass nie jemand checkt, dass der da ist? Der kommt, latscht einfach hin, wo die Digimon gefesselt sind und befreit die dann einfach. Neben denen stand Barumon und Pumpkinmon. Das Ding muss doch seinen Schleichwert gemaxt haben, als sein Charakter erstellt hat. An dem Punkt sollten die den einfach in das Labor von Kurata schicken und er ersticht den Typ dann einfach mit einem Messer. Fertig. Problem gelöst und niemand wird checken, was da abgeht. Digisoul, aufladen! Aufhören!
Barumon hat jetzt zwar den Befehl zum Angriff zurückgezogen, weil er realisiert hat, dass Markus das gleiche Digisoul hat wie sein Vater, welchen er von früher kennt. Aber Markus hat das Digisoul bereits in das Digivice geladen. Also müsste die Energie doch schon an Agumon gehen. Der müsste ja trotzdem digitieren. Tut Agumon aber nicht. Bin ich der Einzige, der sich fragt, ob sich das jetzt für Agumon genauso anfühlt, wie wenn man dann mitten beim Pinkeln den Mittelschrei abbrechen muss, weil sich plötzlich wer anderes neben einem Accessoire stellt, obwohl noch zig weitere frei sind und das fucking unangenehm ist, man aber immer noch nicht gehen kann, weil man immer noch pinkeln muss? Ihr wisst schon. Die wichtigen Fragen im Leben. Ist euch klar, dass diese schwarzen Löcher nicht Kamons Augen sind, sondern seine Nasenlöcher? Ich wollte nur, dass ihr es wisst und nicht mehr übersehen könnt. Die haben hier nebenbei wieder alle ihre Rookie-Stimmen, obwohl sie als Mega andere Stimmen haben. Doppelte Mondsichel! Vollmondrakete! Sowas. Das ist ja so, als würde ich plötzlich Japanisch reden. Im deutschen Digimon, da wird im Vergleich zu Yu-Gi-Oh! Oder so sogar immer wieder gesagt, dass sich das in Japan abspielt. Klar, die sprechen ja alle Deutsch, aber das so zu sagen, ist doch trotzdem total merkwürdig. Hätte man nicht anstatt Japanisch Chinesisch sagen können? Ich meine, so geht der Spruch ja auch in echt. Die Gizmon haben vorher noch Angriffe von den Ultra-Leveln der Digimon ausgehalten. Es ist so dumm zu sehen, wie Ninjamon Digimon auf dem Champion-Level jetzt einfach mit Wurfstern die Teile besiegen können. Nach der Logik müsste ich die Teile besiegen, wenn ich einfach Messer auf die werfe. Hyper-Bio-Extra-Digitation? Meinen die den Namen ernst? Stand das wirklich so im Skript? Das gibt mir so ein bisschen die gleiche Energie wie das hier. Well, if the level beyond Super Saiyan, then... Then he must be a Super-Duper Saiyan. Bisschen traurig, dass die Dragon Ball Bridge Synchro aber einfach teils besser ist als die von Data Squad. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Jetzt wirst du staunen. Meine Kraft ist noch viel stärker als euer lächerliches Ultra-Level. Stärker als das Ultra-Level? Ja, aber das wäre ja auch extrem dumm, wenn nicht. Die hatten doch vorher schon das Ultra-Level von Garmon den anderen besiegt. Die sind aber inzwischen auf dem Mega-Level. Wären sie jetzt schwächer? Wäre das ja auch ziemlich unlogisch. Diese Scheißszene, wo die Gizmon aus dem Wald kommen, haben die jetzt dreimal eingeblendet. Klar, man wiederholt Animationen, um Zeit zu sparen, und das passiert ja auch im Allgemeinen oft genug. Aber das waren jetzt dreimal, innerhalb von 5 Minuten. Man kann es auch übertreiben. In diesem Kampf hier soll es darum gehen, dass Thomas lernen muss, dass er nicht alles kontrollieren kann und wie Markus auch mal spontan handeln muss. Aber die tun so, als würde Mirage Gaugamon immer nur Befehlen von Thomas folgen. Der kann hier halt wortwörtlich nicht kämpfen, bis Thomas dem sagt, was er tun soll. Das war nie so übertrieben, wie das hier dargestellt wird. Und Gaumon hat auch vorher ganz normal gekämpft. Ehrlich gesagt, kommt diese Lektion aus dem Nichts, so wie das Verhalten von Mirage Gao, Gaumon und Thomas erzwungen wird. Scharfer Flügelschlag! Wie konnte er? Falcomon! Wer bist du denn? Markus weiß, wer das ist. Die beiden haben schon mehrfach gegeneinander gekämpft. Wie blöd ist Thomas eigentlich? Der sieht, dass Kurata eine Bombe bei Eldoradimon platziert und hat noch circa 25 Sekunden Zeit. Anstatt Mirage Gaugamon die also wegbringen zu lassen, macht er einfach gar nichts und lässt die explodieren. Von wegen Genie, der Typ. Und vor allem explodiert die Bombe einfach in sein Gesicht. Der ist ja mal sowas von tot. Kurata arbeitet ja trotzdem noch fürs Ministerium. Und die wollen doch die ganze Zeit, dass niemand von den Digimon erfährt. Genau dafür hat auch die DTS schon die ganze Zeit einen auf den Deckel bekommen. Ich meine, die haben ihren Job auch nicht gut gemacht, aber darum geht es nicht. Aber eine riesige Stadtschildkröte in die echte Welt zu bringen, ist okay, oder wie? Nee, die sieht man ja kaum. Ach so, das Digisoul lässt einen jetzt wohl auch noch fliegen. Gut zu wissen. Macht das vielleicht auch noch mal eine Steuererklärung? Weil dann kann Kurata auch gerne Experimente an mir machen. Wir haben sie sehr gut demoralisiert. Ich nehme an, sie sind verzweifelt. Wir bringen nun Gizmon XT auf Mega-Level. Nö, das tun die ja nicht. Kurata nutzt die Gizmon, um damit eine riesige Waffe zu formen. Das bringt die aber nicht aufs Mega-Level. Professor Kurata hat eine Waffe entwickelt, die uns schützen wird. Wir halten sie auf dem Laufenden. Ich melde mich wieder. Ist ja unglaublich. Professor Kurata, der Held. Psst, wir werden steckbrieflich gesucht. Vergiss das nicht, ja? Dann steh vielleicht nicht direkt bei einem Fernsehsender, der alle Geschehnisse aufzeichnet. Was, wenn die zufällig die Kamera auf euch schwenken? Wie kann man denn so blöd sein? Ich meine, ich finde das Geogre-Schwert ja wirklich geil. Aber das ist ja wirklich maximal aus dem Arsch gezogen. Aus Regierungskreisen verlautet, dass eine Kommission ins Leben gerufen wurde, die sich gezielt mit den Digimon-Attacken auseinandersetzen soll. Woher wissen die jetzt, dass die Digimon heißen? Letzte Folge war nur von Monstern die Rede. In unserer Stadt geht es drunter und drüber. Es gab einen unerklärlichen Angriff von Monstern. Mein liebes Belfemon ist nun bald soweit. Es wird schlüpfen und mir große Freude bereiten. Belfemon ist schon geschlüpft. Was Kurata versucht, ist es komplett zu erwecken, um es kontrollieren zu können. Belfemon greift die Stadt am helllichten Tag an. Aber kurz nachdem alles zu brennen beginnt, ist es auf einmal Nacht. Digisoul, voll aufladen!
keiner sagt voll aufladen, wenn man die Digimon aufs Ultra-Level bringt. Das machen nur die hier. Und würde voll aufladen nicht eher das Mega-Level bedeuten? Das Belfimon im Glutmodus. Das Digimon heißt Belfimon Rage Mode. Also Belfimon Wutmodus. Haben die jetzt echt Wut mit Glut verwechselt? Die Übersetzung von der Serie kannst du dir echt nicht ausdenken. Die Ketten in seinem Körper versprühen schwarzes Feuer. Aber das Feuer um die Ketten ist grün und nicht schwarz. Doppelte Mondsichel! Moment, Mirage Gaugamon schießt hier seine Klauen bei der doppelten Mondsichel ab. Das hat es noch nie vorher gemacht. Wo kommt das jetzt her? Also kein Witz. Ich finde die Szene, wo Kenan und Falcom und das Mega-Level erreichen, wirklich, wirklich gut. Die ist emotional und stellt auch eine Charakterentwicklung für Kenan dar. Das ist eindeutig die beste Szene von allen normalen Mega-Entwicklungen. Das bei den anderen davor war ja echt ein Witz. Aber trotzdem, wieso zur Hölle braucht Kenan für das Mega-Level kein neues Digivice? Bei den anderen ist das schon kaputt gegangen, weil sie auch nur einen Teil der Kraft des Mega-Levels hatten. Und Kenans Digivice ist ja sogar nochmal älter. Das ist das, was Spencer Damon vor 10 Jahren in die Digi-Welt gebracht hat. Die anderen müssten also ein neueres Modell haben. Die müssten ja erst recht mit der Kraft umgehen können. Aber nein, Kenans Digivice kann das einfach so. Einfach weil. Egal wie schlimm alles je war, wir haben es immer irgendwie geschafft. Ja, das stimmt. Wir sind Puzzleteile, die endlich wieder zusammengefunden haben. Okay, wie können die Digimon die hier hören? Die Menschen sind irgendwo in der Ecke in den Trümmern und die Digimon kämpfen. Die haben ja nicht mal direkt zu denen geredet. Brooke und Bishop Chessmon, ihr greift ihn jetzt von hinten an, in Ordnung? Sagte Thomas, kurz bevor sie anfing, Belfimon von vorne anzugreifen. Ein wirklich fantastischer Plan. Und nachdem es sich noch die Oszillationsbombe einverleibt hat, kann es auch noch durch Raum und Zeit schwirren wie nichts. Wir müssen uns das so ähnlich vorstellen wie bei einem Digitor. Diese Risse sind nicht wie Digitore, das sind Digitore. Kurata hat die Oszillationsbomben gefressen, um die Kräfte zu absorbieren, weil Belfimon das im Allgemeinen kann. Deswegen hat es auch vorher den Strom absorbiert. Und die Oszillationsbombe beeinflusst im Allgemeinen den Raum, aber nicht die Zeit. Belfimon öffnet nun mit seinen Angriffen Digitore und kann damit nicht zum letzten Samstag reisen, um den letzten Supermarkt-Zell nochmal mitzunehmen. Bei dem Angriff schießt Rosemon eigentlich einen Strahl und verwandelt ihren Gegner nicht in einen Simp. Hier ist die Kraft. War das gerade die Stimme von Kaiba? Das ist auf jeden Fall nicht die Stimme von Macho Leomon. Ich frage euch noch einmal. Was bedeutet euch euer Digi-Show? Da hat man sich wohl mehr als nur an den Animationen bei Yu-Gi-Oh! Bedient, was? Kurata jagt hier die letzte Oszillationsbombe hoch und die Mauer zwischen der Menschen und der Digi-Welt beginnt einzustürzen. Dadurch erscheint auch die Digi-Welt am Himmel. Und was hat Markus dazu zu sagen? Die Raumzeitmauer ist zerstört. Das hat Folgen. Hundertprozentig. Wir wissen leider nur noch nicht, welche das sein werden. Also ich würde jetzt behaupten, dass die Welten aufeinander einstürzen werden. Aber was weiß ich schon. Das heißt Bio Thunder Birdmon. Das hat man auch vorher noch so gesagt. Bio Thunder Birdmon! Als ob die das neu aufgenommen und dann auch noch falsch bearbeitet haben. Das ist ja maximal inkompetent. Ey, ich habe in der letzten Folge erst den Endkampf gegen Belfimon gesehen. Aber weil das hier einfach eine Recap-Folge ist, muss ich mir das Ganze nochmal angucken. Wofür gibt es diese Recap-Folge überhaupt? Die sind einfach prinzipiell immer scheiße. Die Serie hat nur 48 Folgen. Ist nicht so, als ob man sich die paar Ereignisse nicht hätte merken können. Das hier ist nicht One Piece, wo in Folge 1038 irgendwas aus Folge 72 oder so aufgegriffen wird. Bro, wie badass kann man eigentlich sein? Banchio Leomon hält hier die gesamte fucking Digi-Welt mit seinen Händen. Gott, ist das männlich. Trotzdem muss ich sagen, was soll denn dieser Spruch hier? Banchio Leomon, meinst du etwa den großen Gott der digitalen Welt, zu dem auch mein Vater gehen wollte? Ja, das hat er gewollt, aber er hat es nicht geschafft und deshalb musst du das jetzt tun. Banchio Leomon weiß, dass Yggdrasil den Körper von Markus' Vater übernommen hat, weil er Markus' Vater ist. Dann sag doch einfach, dass er es geschafft hat, es aber nicht gut ausging. So macht es ja null Sinn, dass Markus' Vater Yggdrasil ist, wenn er es angeblich nie erreicht hat. Was sind die so geschockt darüber, Gottsumon zu sehen? Die haben an der Seite von einer Ninja-Mon-Armee gekämpft. Das könnte halt irgendein Gottsumon aus der Digi-Welt sein. Okay, um fair zu bleiben, ist das wirklich das wiedergeborene Gottsumon, was sie zuvor besiegt haben, aber das könnt ihr ja trotzdem nicht wissen. Aber selbst wenn er erneut geschlüpft ist, ich finde ihn verdächtig. Ich auch. Ich habe diesem Blechhaufen nie über den Weg getraut. Gottsumon besteht aus Steinen und nicht aus Maschinenteilen. Blechhaufen macht hier nicht wirklich Sinn. Und ich bin mir nicht sicher, aber ist das Yoshinos normale Stimme? Irgendwie klingt das jetzt nicht komplett falsch, aber auch nicht so ganz richtig. Also von diesem Yggdrasil wird ja viel geredet. Gutes und Schlechtes. Ja, aber wir wissen nicht, wo es ist. Ach so? Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Nicht nötig. Ich weiß, wo es ist. Ja?
Wenn ihr den König der Digi-Welt treffen wollt, bringe ich euch lieben gerne zu ihm. Über Yggdrasil wurde die ganze Zeit so geredet, als wäre es ein Mythos in der Digi-Welt. Niemand wusste, ob Yggdrasil überhaupt wirklich existiert. Und Markus' Vater hat Ewigkeiten damit verbracht, bis er Yggdrasil gefunden hat. Woher zur Hölle weiß Gott zum Mund, wo der ist? Das ist ja der Baum aller Bäume. Genau, das ist der Weltenbaum. Er stützt die Digi-Welt. Und es ist der Palast von Yggdrasil. Bestimmt ist mein Vater schon auf diesem Baum gewesen. Wie denn? Nach Pacioleumon hatte er es ja nie geschafft, Yggdrasil zu erreichen. Versteht ihr jetzt, warum dieser Satz so dämlich war? Kein Brain! Ein super Feuerwerk! Quatsch, Burst-Modus! Markus beherrscht offensichtlich die Energiestufe oberhalb des Mega-Levels. Also langsam geht mir der Dub richtig auf die Nerven. Ich erwähne nicht mal jeden Spruch, den die hier einbauen, der keinen Sinn macht. Aber was soll das? Man hat den Burst-Modus schon gesehen. Ja. Markus beherrscht den. Die Leute wirken halt alle so, als hätten sie einen IQ von 60, wenn die immer wieder die offensichtlichsten Dinge wiederholen. Und das nervt einfach nur. Das ist Jürgmann. Vor dem habe ich Angst. Auch das ist der japanische Name von dem Digimon. Bei uns heißt das Galamon. Und den Namen bei uns finde ich auch ehrlich gesagt wesentlich cooler. Genauso wie Lord Nightmon bei uns Crusadermon und Omegamon Omnimon heißt. Wie gesagt, an sich wäre das echt kein Problem, wenn man einfach immer die original japanischen Namen nutzt. Tut man aber nicht. Und hey, wenn man die Szene, wo alle königlichen Ritter erscheinen, einfach Frame für Frame abspielt, sieht man, dass Crusadermon am Anfang einmal ganz kurz abgeschnitten ist. Also für diejenigen, die mich schon mehrfach gefragt haben, ob ich all diese Fehler entdecke, indem ich die Serien Frame für Frame abspiele, ja. Yggdrasil ist der Gott der Digimon. Und Yggdrasil hat den Körper von Markus' Vater übernommen. Also ist Markus der Sohn des Digimon-Gottes. Leute, Markus ist einfach Digimon-Jesus! Das ist einfach Canon! Ich liebe alles daran! Yo, Galamon hat ja einfach keine Hand. Das sieht einfach aus, als wäre das ein Bionicle. Pancholeumons Mund war beim letzten Mal noch geöffnet. Hier ist sein Mund aber geschlossen. Dieser Junge hat eine Digi-Seele und zwingt mich dazu, Gram, mein traditionsreiches Schwert zur Hand zu nehmen. Erstens heißt das Digi-Soul und zweitens hat Galamon kein Schwert, sondern einen Speer. Und was heißt hier zwingen? Das Teil hat Galamon eh die ganze Zeit in der Hand. Man sieht eindeutig, dass Commander Samson auch ein normales Digi-Weiß nutzt und trotzdem kann der Kudamon aus Mega-Level bringen. Hatten Yoshino, Markus und Thomas einfach nur den Restschrott bekommen, den die irgendwo rumliegen hatten? Anscheinend kann ja jedes Digi-Weiß die Kraft des Mega-Levels handhaben, ohne kaputt zu gehen. Nur bei denen hat's nicht geklappt. Yggdrasil, unser Herrscher, hat gesagt, die Menschen sind arrogant und kurzsichtig. Aber gelegentlich tun sie auch das Richtige. Vor allen Dingen können sie digitieren, genau wie wir das tun. Meint Slightmon damit, dass Menschen sich weiterentwickeln können? Weil dass ich plötzlich zu einem riesigen, feuerspeienden Dinosaurier werden kann, ist mir persönlich neu. Oder vielleicht ist Slightmon auch nur ein riesiger Fan von Digimon Frontier und meint das damit. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht vereisen wir ja beide nicht, aber dann wird mein Schwert deinen Gram sicherlich besiegen. Junge, was ist denn in diesem einen Kampf alles falsch? Slightmon hat kein Schwert. Das hat ein Schild und eine Armbrust. Ist für die, die den Dub gemacht haben, einfach jede Waffe ein Schwert oder so? Ist das hier ein Schwert? Nein. Oder vielleicht doch das hier? Mal im Ernst, was soll das? Slightmon und Galamon kämpfen hier eigentlich am Pier. Sieht man auch daran, als Galamon versucht hat, seinen Fuß vom Eis zu befreien. Aber jetzt sind die auf einmal angeblich mitten im Wasser. Das Rodonightmon ist ein Digimon des Mega-Levels und gehört zur Brigade der königlichen Ritter. Alter, das heißt Royal Nightmon. Das ist ein englisches Wort. Erst nutzen die japanischen Namen und dann sprechen die auch noch falsch aus. Kleiner Tipp, dann nutzt doch einfach die deutschen Namen. Dafür gibt es die. Ja klar, lass das Kind zu den Monstern rennen. Die ist ja nur schwer krank und ist total schwach. Aber ein erwachsener Mann kann die nicht am Arm festhalten. Schon klar. Yokumon, Tokumon, Bukamon, Punimon, Utamamon, Pabumon, Nyaromon, Poromon und Snowbotmon sind Digimon, die noch nicht einmal das Rookie-Level erreicht haben und noch zu allen möglichen Digimon digitieren können. Das ist halt einfach fett gelogen. Utamamon ist ein Rookie-Digimon. Und das Digimon heißt Snowbotamon. Und der japanische Name wäre Yukimi-Botamon. Also die haben in keiner Weise irgendeinen richtigen Namen genannt. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach so, auf einmal bekommt auch Kenan das neue Digi-Weiß, wenn er die Kraft des Burst-Modus freischaltet. Haben die Macher einfach vergessen, ihm das vorher zu geben und dann bemerkt, oh shit! Der braucht es ja für die Burst-Modus-Funktion. Das ist so dumm. Kraniumon ist in der Menschenwelt, um Pancholeumon die Aufgabe abzunehmen, die Digi-Welt zu tragen. Die stellt das ja aber so dar, als wolle er die Menschenwelt zerstören. Erst greift der Biomon an und sagt, dass es eins von den dummen Digimon ist, die sich mit dem Menschen verbündet haben. Und als er vor Pancholeumon steht, sagt er auch, Pancholeumon, du hast einen Fehler gemacht. Du hilfst den Menschen, ihre Welt zu erhalten. Das ist dumm von dir. Der ist hier, um das Gleiche zu tun wie Pancholeumon. Wie kann man ihn dann hier davon reden lassen, dass die Entscheidung von Pancholeumon angeblich die falsche sei? Das ist doch komplett widersprüchlich. Leute, Galamon und Slatemon sind irgendwo im Hafen im Wasser versunken. Hier sieht das so aus, als würden die tausende Meter ins Meer stürzen mit einer riesigen Schlucht. In welcher Welt macht das Sinn? Ich kenne beide Welten und ich weiß, dass keine besser und keine schlechter ist.
Dann zeig mir die, die das anders sehen. Wo sind denn die Digimon, die sich gegen ihren Herrscher auflehnen, um sich mit den Menschen zu verbünden? Wo? Die sind buchstäblich alle direkt vor dir. Kraniumon hat Yggdrasil sogar verraten, um den Menschen zu helfen. Ist das Ding blind? Also bis jetzt sind's vielleicht nur Agumon, Gaumon und Lalamon. Aber wir schaffen das noch, denn wir werden immer mehr werden. Ja moin! Markus hält Falcomon und Kena genauso unnötig wie die Macher der Serie, so oft wie die vergessen werden. Yggdrasil schwebt hier ganz normal in der Luft. Agumon und Markus lauchen das Ding einfach senkrecht hoch. Jetzt beherrscht Markus auch noch die Techniken von Naruto. Ich glaube, die Gesetze der Physik sind echt nur Auslegungssache bei dem. Wie ich vorhin sagte, ist Markus ja quasi Digimon-Jesus. Und er kann mit seiner Faust den Herrscher der Digiwelt besiegen, welcher das mächtigste Wesen dort ist. Heißt das dann, dass Markus das stärkste Lebewesen in der Digiwelt ist? Junge, was eine Story. Yo Leute, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch das ganze Video angesehen habt. Wie am Anfang erwähnt, würde ich mich extrem über ein Like und auch ein Abo freuen, weil diese Videos immer relativ viel Zeit in Anspruch nehmen und ihr mir damit auf jeden Fall sehr helfen könntet. Checkt auch gerne die anderen Fehlervideos ab und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.